Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen Video und heute gibt es eine neue FIFA 18 FIFA Talk Episode. Das heißt, wir reden heute wieder über Themen rund um FIFA 18. Was ist neu? Was hat sich einfach getan in letzter Zeit? Und falls ihr das öfter sehen wollt, würde ich mich extrem freuen, wenn wir heute vielleicht 500 Likes packen würden. Und dann gehen wir auch direkt schon rein, ohne lange zu labern, ins allererste Thema. Beim ersten Thema geht es um Footdraft und zwar könnte das vielleicht in FIFA 18 für nur 7,5k zu haben sein. Das Ganze wäre dann sozusagen um 50% günstiger als in FIFA 17, da hat es ja 15.000 Coins gekostet. Ob das Ganze dann noch 150 FIFA Points kostet, weiß ich nicht und ich weiß auch nicht, ob dieses Bild fake oder echt ist, also das kann ich euch leider nicht sagen. Und ja, es kann aber eben wie gesagt sein, dass es Footdraft für 7,5k geben wird und das wäre auf jeden Fall, denke ich, eine coole Erneuerung, dann würde ich doch öfter spielen, denn vor allem zu Beginn von FIFA 18 ist das nicht schlecht, wenn man da ein bisschen Footdraft spielen kann, da kann man sich gute Belohnungen erspielen und dadurch dann eben Coins bekommen und am Anfang von FIFA 18 sind Coins natürlich noch viel, viel mehr wert als am Ende. Das heißt, ich würde das Ganze ganz cool finden, wir werden auf jeden Fall sehen, ob das Ganze auch eintrifft. Footdraft für 7,5k, ich würde es cool finden. Zweites Thema, hierbei geht es um das Starter-Pack in FIFA 18 Ultimate Team und zwar, wenn du in Ultimate Team reingehst, bekommst du dieses Starter-Pack vorgelegt und dann bekommst du eine Auswahl von Nationen auch vorgelegt und da musst du dann eben eine auswählen. Angenommen, du nimmst England, das heißt dann, dass du mehr englische Spieler in deinem Pack drinnen hast. Wenn du Spanien nimmst, hast du mehr spanische Spieler in dem Pack. Das ist natürlich ganz gut für die Chemistry am Anfang, das finde ich auf jeden Fall auch eine coole Erneuerung und ich muss nochmal kurz Credits raushauen an den Gekka Boar LP. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du das Ganze hochgeladen hast, danke, dass du dieses Bild nachdesignt hast und da habe ich euch auf jeden Fall auch den Link in die Beschreibung gepackt. Wir sind jetzt hier beim dritten Thema angelangt und zwar geht es jetzt hier mal um Pro Clubs und zwar gibt es da angeblich eine neue Serie bzw. einen neuen Spielmodi in Pro Clubs. Sehr, sehr interessant das Ganze, man hat noch nicht viel darüber herausgefunden, auf jeden Fall wird das wahrscheinlich Pro Clubs Championship heißen. Ich bin sehr, sehr gespannt, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn das in Richtung Weekend League gehen würde, also so, dass man jetzt nicht 40 Spiele, sondern vielleicht irgendwie 15 Spiele oder 10 Spiele mit seinen Freunden da eben in Pro Clubs bestreiten kann, beziehungsweise halt muss und dafür dann irgendwie Packs bekommt, die man irgendwie dann in Pro Clubs auch einlösen kann, zum Beispiel ein Pack, wo du dann einen neuen Schuh ziehst oder ein Pack, wo du einen neuen Skill-Move ziehst oder so. Wenn das so in die Richtung gehen würde, auch das mit den Packs ist jetzt ein bisschen weit gedacht, das weiß ich schon, aber falls es irgendwie in die Richtung gehen würde, würde ich es extrem cool finden. Was das genau ist, weiß man nicht. Ich werde mich auf jeden Fall da am Laufenden halten und wenn ich was weiß, werde ich euch natürlich direkt Bescheid geben. Viertes Thema, der gute alte Saip hat ein Video dazu rausgehauen, welche Stadien neu in FIFA 18 dabei sind und da habe ich euch das Ganze einfach in der Beschreibung verlinkt. Schaut euch das Ganze einfach an, da seht ihr wirklich die neuen Stadien und so einfach ist es auch und damit haben wir das vierte Thema eigentlich schon, denn das sind wie gesagt eben nur die neuen Stadien in FIFA 18. So, das vorletzte Thema ist nochmal sehr interessant und zwar ist es angeblich so, dass man bei FIFA 18, wenn man auf Pause drückt, noch nicht das Spiel pausieren kann, sondern dass das Spiel sich dann automatisch in der nächsten Spielunterbrechung pausiert. Also angenommen, ich drücke jetzt auf Pause auf meinem Controller, dann ist das so, dass die Pause noch nicht passiert sozusagen, das Spiel geht ganz normal weiter und wenn der Ball dann im Out ist, dann ist erst diese 40 Sekunden Pause. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll und es ist auch noch nicht 100% bestätigt, aber wenn das so ist, würde ich es glaube ich nicht so gut finden, denn wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, ich jetzt mal einen Notfall habe, mehr oder weniger, sagen wir jetzt irgendwie, ich habe vergessen, dass ich mir eine Pizza gemacht habe und muss die jetzt irgendwie aus dem Ofen holen, sonst fackelt mein ganzes Haus ab und ich kann aber nicht wirklich auf Pause drücken, ich muss noch warten, bis der Ball im Auto ist. Also es ist schon irgendwie scheiße, oder wisst ihr, was ich meine? Wenn wirklich irgendwas ist, wenn irgendwer Hilfe braucht oder so, dann hast du halt verkackt, dann ist das Spiel halt wirklich verloren. Und das finde ich irgendwie nicht ganz so gut. Es ist halt für einen selber angenehm, weil der Gegner halt jetzt nicht in blöden Situationen Pause drücken kann. Aber ich finde es eigentlich nicht so fein. Schreibt mir dazu auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare, das würde mich extrem interessieren. Sagt ihr jetzt eher, ja, für mich ist es geil, weil der Gegner dann eben nicht immer Pause drücken kann. Oder sagt ihr so, ja, es ist für mich komplett scheiße, weil wenn ich irgendwie einen Anruf bekomme oder so, ich kann nicht auf Pause drücken, ich muss warten, bis der Ball im Out ist. Und das ist halt irgendwie, ja, weiß nicht. Schreibt mir eure Meinung, wie gesagt, dazu unbedingt in die Kommentare. So Freunde, wir sind hier beim letzten Thema angelangt und zwar wird es in FIFA 18 bei Footdraft auch Bronzespieler geben. Das gab es bis jetzt noch nicht, immer nur Silber und Gold, also das Schlechteste war immer Silber und jetzt ist das Schlechteste halt Bronze.
Schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gut finden soll oder schlecht finden soll. Im Normalfall ja, kannst du den Spieler dann eh nicht wirklich anwenden. Von dem her ja, ist es eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ziemlich unnötig, dass sie das reinpacken. Aber ja, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Das interessiert mich sehr. Vielleicht habt ihr da eine andere Ansicht als ich, also das Ganze unbedingt unten in die Kommentare reinschreiben. Und damit war es das jetzt auch schon mit dem heutigen FIFA 18 Video. Es ist echt nicht so leicht im Moment News herauszufinden, beziehungsweise es ist schon leicht sie herauszufinden, da ja gerade die Beta da ist, aber ich darf sie halt nicht veröffentlichen teilweise. Das Ganze ist ein bisschen schwierig, ich werde auf jeden Fall trotzdem versuchen euch immer auf dem Laufenden zu halten. Was ich euch raten kann, gebt einfach ziemlich oft, also ich würde so sagen jeden Tag zweimal oder so, einmal in der Früh, einmal am Abend, FIFA 18 Beta bei der YouTube-Suche ein und da werdet ihr immer neue Gameplays finden und so. Die ganzen Gameplays werden aber dann eben der Reihe nach gelöscht. Das macht EA halt, damit die Beta nicht wirklich veröffentlicht wird, weil es ist ja eigentlich auch eine Closed Beta, das heißt, die ist eigentlich geschlossen. Leute laden es trotzdem hoch und da würde ich euch raten, einfach immer wieder mal auf YouTube einfach das Ganze einzugeben und dann war es das von meiner Seite aus. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich extrem über einen Daumen nach oben freuen. Der Merchandise wird vielleicht demnächst jetzt auch bald endlich online kommen, da freuen sich auch schon viele drauf. Und Leute, ich habe jetzt Instagram, hätte ich fast vergessen, dort heiße ich FIFA Allstars _ David, denn irgendjemand war so gescheit und hat sich schon vor, glaube ich, 2 Jahren oder so, der Account ist 2 Jahre alt, einen Account erstellt, ja, der heißt einfach FIFA Allstars, ja, da habe ich richtig reingeschissen, deswegen heiße ich halt FIFA Allstars _ David. Könnt ihr gerne mal abchecken, ist jetzt auch in der Beschreibung drinnen, Snapchat, Twitter und so, ja, wisst ihr, denke ich, alles auch schon. Und dann habe ich noch was zu sagen, ich glaube nicht. Dann war es das von meiner Seite aus. Ja, Weekend League, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch weiterspiele. Im Moment bin ich Gold 3, ich habe aber ein bisschen reingeschissen. Also, ja, Elite ist noch drinnen, aber sehr, sehr schwer. Ich gebe mein Bestes und dann war es mit dem Video. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.